Die Rhein-Neckar-Löwen haben auf der Jagd nach ihrem Titel-Hattrick in der Handball-Bundesliga HBL einen Rückschlag einstecken müssen. Der Titelverteidiger kam beim HC Erlangen nicht über ein 25:25 hinaus und rutschte mit 51:11 Punkten auf Rang 2 ab. Wir sind sehr enttäuscht, sagte der sportliche Leiter Oliver Rogge bei Sky. Als Mannschaft müssen wir schleunigst wieder komplett anders auftreten. Flensburg übernimmt Rang 1. Die Tabellenführung übernahm unterdessen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt 52:10, der sich trotz eines mäßigen Auftritts gegen den TSV GWD Minden mit 24:23 durchsetzte. Allerdings haben die Löwen ein Spiel weniger absolviert. Dritter sind die Füchse Berlin mit 49:13 Punkten. Alle Ergebnisse im Überblick: twitter.com/löwen-status/9982176715891548. Die Löwen taten sich von Beginn an schwer gegen den Tabellen-13. Vor 7.189 Zuschauern führten die Gäste zwar die gesamte erste Hälfte über, kamen aber nie über eine 2-Tore-Führung hinaus. 7 Minuten vor dem Ende lag der Underdog dann sogar mit 23:20 in Front, verspielte diese Führung aber und geriet nach einem Treffer von Andy Schmidt mit 24:25 ins Hintertreffen. Ausgleich 2 Sekunden vor Abpfiff in einer heißen Schlussphase sicherte Maximilian Lux Erlangen jedoch 2 Sekunden vor Abpfiff das Unentschieden, nachdem zuvor Kim Ekdahl-Duritz eine 2-Minuten-Strafe erhalten hatte. Live-Ticker zum Nachlesen. Während der Jubel bei den Gastgebern groß war, wütete Löwentrainer Nikolai Jacobsen. Zunächst meckerte er mit den Schiedsrichtern, dann tat er eine auf dem Boden liegende Pappe weg. Wir haben zu viel Angst, etwas zu verlieren, meinte Jacobsen. Auch Schmidt war angefressen, blieb aber zuversichtlich. Wir haben das Messer jetzt am Hals, aber noch können wir es selbst richten, so der Spielmacher. Wir haben 3 Heimspiele vor der Brust und müssen da jetzt liefern. Bester Werfer der Partie war Rhein-Neckars Gudjon Valur Sigurdsson mit 7 Treffern. Nico Büdel traf für die Gastgeber 5-mal. Flensburg mit sich. Auch die Flensburger hatten vor 6.257 Zuschauern über die gesamte Spielzeit große Mühe gegen den Tabellen-12. aus Minden und konnten sich nie mit mehr als 3 Toren Vorsprung absetzen. Der Schwede Hampus Wanne, 6, und Dänemarks Ex-Europameister Rasmus Lauge, 5, waren die besten Werfer der SG im Kampf um Tabellenplatz 4, der eventuell noch für die Teilnahme am EHF Cup berechtigt, wahrte der THW Kiel seine minimale Chance. Der Rekordmeister liegt nach dem 31:27 17:14 Erfolg beim TBV Lemgo vor den letzten beiden Saisonspielen 3 Punkte hinter dem viertplatzierten SC Magdeburg. Herausragender Schütze der Partie war Kiels Niklas Ekberg mit 12 Treffern. Nationalspieler Steffen Weinhold kam auf 5 Tore. Die Tabelle der DKB-HBL in einem für Meisterschaft, Europapokal oder Abstieg bedeutungslosen Spiel setzte sich der SCDHFK Leipzig gegen die HSG Wetzlar mit 23:21, 14:12 durch. Nationalspieler Philipp Weber ragte beim Sieger mit 8 Treffern heraus. Das Restprogramm der Titelkandidaten: SG Flensburg, Handewitt Lübbecke, auswärts Göppingen, heim.